Servus und hallo beim Not Another Dope Show. Ernst stammt zwei Wochenreflexion vom 14.08. bis 21.08.1994. In dieser Woche hatte ich so einiges um die Ohren. Mittwoch bekam ich eine Absage zwecks den Testtagen, München ist nicht. Naja, ich klemmte mich hinter das Telefon und habe mit Mühe und Not einen Tag bei der Herrschinger Polizei klar machen können. Donnerstag fuhr ich mit dem Rad um den Ammersee. Eigentlich wollte ich ja unter Leute, nun war ich alleine. Aber es war schön und ich hatte über eine Ausdauer überrascht. Den einzigen Kontakt hatte ich zu einem Mann mittleren Alters, den ich nach dem richtigen Weg fragte, als ich vor drei Abzweigungen stand. Zur Polizei ging ich mit gemischten Gefühlen, da ich früher ja nur als Täter dort war. Ich wurde von einem netten Herrn empfangen, der sich als Hauptkommissar entpuppte. Er zeigte mir seine Inspektion und unterhielt sich mit mir. Er erklärte mir, wie die Polizei gegliedert ist und die einzelnen Dienstgrade. Wir unterhielten uns einige Stunden auch über sein Hobby, der Jagd. Ich ging von dort mit einem neuen Bild der Polizei fort und ich konnte auch ein positives Bild von uns vermitteln. Alles in allem haben mir die Testtage sehr gut gefallen und mir geht es im Moment sehr gut. Bin aber schon leicht nervös wegen dem anstehenden Elterngespräch, das ich als nächstes Ziel habe. Ja, also ich bin da mit dem Ammersee rumgefahren, einmal um den See. Voll durch die Pampa mit dem Fahrrad, das ich euch hier auf dem Bild mal zeige. Der Typ, der da neben mir steht, mit dem habe ich schon in München Drogen genommen. Bin in der Perlach mit dem groß geworden. Der war ein Kumpel von mir, den habe ich auch in Stadlein wieder getroffen. Das war nämlich der, wo ich euch auch mal erzählt habe, der von dem Fahrrad immer von hinten rangefahren ist und den Leuten Handtaschen weggerissen hat, den Frauen. Und da wurde auch in der Perlach gerade drüber gewarnt und so weiter. Das war halt er. Normalerweise voll netter Kerl, voll gut drauf und hilfsbereit und alles. Aber weh, wenn er drauf ist. Das verändert den Menschen so unglaublich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Jo Leute, bei der Polizei war es halt auch so, dass die nur gedacht haben, wir sind böse. Ein Süchtiger ist ja nicht böse, ist auch nicht kriminell. Ja? Das Kriminelle passiert ja nur, weil das verboten ist. Und aus dem heraus geschehen andere Dinge wie Beschaffungskriminalität etc. pp. Anderes Thema hat mit dem jetzt heute gar nichts zu tun. Wenn es euch gefällt, was ich so erzähle, Daumen nach oben, wenn nicht, dann einen Daumen nach unten, aber dann in die Kommentare bitte, was es ist, was euch stört. Bis dahin, peace out.